Hey Leute, willkommen zu Mittelborg. Es wird mal Zeit wieder für eine neue Spielidee. Und im Prinzip geht es in dem Spiel darum, dass der Bürgermeister, das Oberhaupt einer magischen Stadt sind und ihre Geschicke leiten müssen. Das Interessante an der Sache ist jetzt, es ist laut Steam-Beschreibung ein Rundenstrategiespiel mit Roguelike-Spielelementen und Survival. Das heißt, im Prinzip würde ich es jetzt mal so erklären, dass wir anstatt eines Roguelike-Charakters eine ganze Stadt spielen und Entscheidungen treffen müssen. Die Stadt kann scheinbar auch zugrunde gehen, weil ich habe gelesen, nach der Niederlage kann man wieder von vorne starten und halt Upgrades mitnehmen. Beziehungsweise das hat auch ein persistentes Progressionssystem. Und da dachte ich mir, das ist doch mal richtig interessant. Aber dazu muss ich gleich schon mal sagen, ich habe das Spiel vom Entwickler kostenlos bekommen und das befindet sich noch im Early Access, würde ich mal behaupten. Patch war irgendwie 0.2 irgendwas und ich habe gelesen, der Spielumfang ist noch nicht so wirklich groß. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt es glaube ich noch, Reigns, wo man auch Entscheidungen treffen muss als König. Nur hier haben wir es mit einer Stadt zu tun. Und ja, das ist doch mal eine interessante Idee für so ein Spiel, was so ein bisschen Richtung Roguelike geht. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe es noch gar nicht gespielt. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das doch gleich mal an. Zuerst muss ich aber noch dazu sagen, ich hatte hier irgendwie noch so einen Profilreiter. Da stand was von Alpha, Beta, Gamma. So clever wie ich war, habe ich Alpha, Beta gelöscht. Und ja, die sind jetzt weg. Ich weiß, ich habe versucht rauszufinden, wo da der Unterschied sein soll, aber keine Ahnung. Vielleicht die Versionsnummer oder generell der Zustand des Spiels. Ich weiß es nicht. Gut, aber wir schauen als erstes mal in die Settings rein. Das Spiel gibt's bisher nur auf Englisch. Und was ist das? Russisch? Ich glaube Russisch. Wir haben hier, können hier die Sprachen auswählen, Musikregler, Soundregler, das übliche Show-Tutorial, ja, definitiv. Gut, das wäre das. Ein Journal haben wir hier und es gibt Quests. Hier steht auch, Dear Sire is only the beginning. Ja, wenn der Geist den Körper verlässt, kommen wir halt wieder. Wir sollen einmal, der Quest ist quasi, wir sollen wiedergeboren werden. Das heißt, Stadt geht unter und wir starten ein neues Spiel. Chronicles, was das hier genau jetzt sein soll, ist eine gute Frage. Und wir haben hier noch Achievements. Und hier steht was von Residence. Ja, Achievements sagt einem jetzt noch nicht so viel. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und lassen uns überraschen. Ich kann natürlich nicht so viel zu dem Spiel sagen, außer halt, dass mir die Idee sehr gut gefällt. Sieht auch soweit schon ganz okay aus. Vom Hauptmenü-Screen würde ich das jetzt mal behaupten. Und vom Sound her macht das doch schon ganz netten Eindruck. Und generell ist die Idee auch meiner Angespielt-Videos, dass ich euch so ein bisschen mal neue Spiele näher bringe, die vielleicht keiner kennt oder die mal was ganz Neues probieren, so wie das hier. Also es ist, außer Reigns wüsste ich kein Spiel, das das so ähnlich handhabt. Wobei Reigns geht noch in eine andere Richtung. Gut, wir starten mal ein neues Spiel und lassen uns überraschen. Wie heiße ich denn? Ich glaube, ich heiße so. Gut, starten wir doch mal. Ah, wir haben hier so ein nettes kleines Intro. Ja, wir sind quasi in Mittelborg. Das ist eine Welt zwischen den Welten. Das ist quasi die Stadt, die irgendwie alles verbinden soll, soweit ich das schon verstanden habe. Wir müssen den Weltenbaum beschützen. Und wenn der Weltenbaum stirbt, wird auch alles andere vergehen. Und er liegt bereits im Sterben. Ja, der Thron ist nicht besetzt. Mittelborg braucht einen neuen Herrscher. Gut, dann würde ich mal sagen, spielen wir mal ein Ründchen. Ich will noch mal kurz erwähnen, es ist sehr, sehr Early Access. Das heißt, der Umfang ist jetzt auch noch nicht so wirklich gegeben.
Habe ich gelesen. Gut, dann wollen wir doch mal. Ach, ich muss ja klicken. Notiz. Ach so, bevor, wenn wir das Spiel beenden, also im Tutorial beenden, wird es das Profil zerstören. Ja, sie werden das bald fixen. Willkommen im Early Access. Continue. Die haben auf uns gewartet. Ja, ja, wir werden die Stadt leiten. Das ist erstmal alles nicht so wichtig. Protection. Das ist schon eher wichtig. Dann schauen wir uns mal. Das sind halt das ist unsere Stadt hier. Das sind die unterschiedlichen, ja, Distrikte, Gebäude. Da oben ist der Weltenbaum. Haben wir hier auch eine Leiste. Wachen und Barrieren. Und rundenbasiert, das ist halt also immer ein Tag. Gut, dann schauen wir uns das mal näher an. Er unterstützt die magische Barriere. Tempest bedrohen uns scheinbar. Gut, wir können ihn diese Barriere reparieren. Dann machen wir das doch mal. Und hier haben wir unsere Garnison. Da leben unsere Soldaten. Wir müssen quasi diese Gebäude auch reparieren. Interessant. Heißt das denn... Da steht reparieren, aber Guards 25 von 50. Sind das jetzt die Wächter, die wir haben? Die Anzahl der Wächter oder die Wächterstärke? Reparieren wir das einfach mal. Unsere Hauptressource ist Ether. Wir haben fast gar kein Ether mehr, wie man hier sehen kann. Aber wir schauen jetzt mal, wie wir welchen bekommen können. Adventum ist der Handelsbezirk von Middelburg. Da steht der Windfänger. Unsere Hauptquelle, um Ether zu bekommen. Okay. Gut. Hier haben wir Magier. Je mehr Magier wir hier haben, desto mehr Ether bekommen wir. Weisen wir doch erstmal Magier zu. Gut. Und dann nehmen wir noch einen. Dann sind das schon zwei. Magier sind unsere besten Helfer. Wir können sie in jeden Distrikt schicken und sie werden den Ertrag erhöhen. Ich übersetze das jetzt einfach nur mal so grob. Wir brauchen mehr Ether, um die Stärke der Garnison wiederherzustellen. Ein Magier ist viele Krieger wert. Gut, dann schicken wir hier doch mal einen Magier hin. Ja, ich bin total der Schnelllerner. Da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Gut, wir haben alles erledigt soweit erstmal und wir sind bereit für die Tempest. Interessant. During the Tempest, das ist halt die Phase, wo wir dann vielen Gefahren ausgesetzt sind. Und dazu gehört auch die Barrage. Ein Strom dunkler Energie. Das wird alles zerstören, was ihm im Weg ist. Barrage. Wir kriegen 33 magischen Schaden. Unsere magische Barriere hat 33 Schaden bekommen. Okay. Aber unser Baum hat keinen Schaden bekommen. Genau, der Baum ist am wichtigsten, den müssen wir im Prinzip beschützen. Und dafür ist dann halt auch die Barriere und ist die Barriere da und die Wachen. Wir werden angegriffen. Was haben wir denn hier? Incoming, Physical Damage. Ein paar haben wir widerstanden. Unsere Garnison oder Garrison wird
22 Schaden bekommen. Jeden Tag sammelt ja der Windfänger Windmühle Ether. Und nach der Tempestphase, ich nenne es jetzt mal Phase, nach dieser Phase können wir dann den Ether benutzen. Gut, dann gehen wir doch mal weiter. Gut, Eye of the Storm, nichts passiert, das ist schon mal super. Wir sind im Auge des Sturms. Das sind halt alles so, ja jetzt im Tutorial vielleicht noch nicht, aber ich glaube, das sind alles, je nachdem was passiert, ist halt Zufall, sind halt Zufallselemente. Gut, wir haben überlebt den ersten Tag. Mal gucken, was wir noch so machen können. Ach, jetzt sollen wir hier schon was machen. Gut, dann würde ich doch mal sagen, das sind bisher die paar Sachen, die wir haben. Ich würde mal sagen, wir müssen hier schon mal das reparieren. Und genau, magische Barriere wollen wir auch reparieren. Dafür brauchen wir halt den Ether. Genau, gut. Und was haben wir hier noch? Level Up. Den Distrikt können wir aufwerten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn wir das machen würden. Aber wir haben nicht genug dafür. Wir brauchen 50. Wir haben noch 45. Gut, dann machen wir das vielleicht das nächste Mal. Was gibt es denn hier noch so? Also wahrscheinlich kommen hier später noch andere Sachen hinzu, weil das wäre schon... Ja, das sind, glaube ich, so mehr so die Kernelemente hier. Da waren wir noch nicht. Können wir, ach, das ist das hier. Da können wir unsere Achievements anschauen, Chronicles und unsere Quests. Gut. Ich würde mal sagen, dann, was haben wir hier noch? Inventory gibt es auch. Potions, Scrolls und Artefakte. Das ist ja mal interessant. Was haben wir hier noch so? Was ist das? Keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas im Menü? Nein. Und der übliche Kram. Wir können hier auch aufgeben. Was ich jetzt aber nicht machen werde. Wir beenden mal den Tag und schauen mal, was passiert. Barrage mal wieder. Wir bekommen 19 magischen Schaden diesmal. Raid. Physical Damage bekommen wir 9 Schaden. Und wir sind wieder im Auge des Sturms. Gut, dann würde ich mal sagen, wir werden das hier mal wieder voll reparieren. Und auch die magische Barriere. Jetzt müssen wir sogar genug haben, um das hier mal aufwerten zu können. Genau, jetzt kommt der nächste Bereich dazu. Da können wir dann Potions, Scrolls und Artefakte kaufen auf dem Markt. Schauen wir doch mal. Living Tar, Tier 1 Potion. Während des Tempest wird der Weltenbaum um 3% jeden Tag geheilt. Ist das dann dauerhaft? Hier können wir noch Items. Ja, zufällige Items kaufen, so wie das scheint. Traders District, Ether. Können wir auch aufleveln. Ich kaufe mal hier Living Tar. Ja, bevor der Tempest beginnt, können wir Potions benutzen. Der Effekt wird halt den ganzen Tempest anhalten und möglicherweise kann das auch mal unser Leben retten. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wo war das denn jetzt? Inventar, benutzen wir einfach mal die Potion. Und schauen wir mal, wahrscheinlich werden wir keinen Schaden bekommen, weil ja, das hier ist alles voll, von daher, aber gut, machen wir erstmal weiter. So, 49 Schaden, wow. Und das sind dann nochmal 43 Schaden. Ja, im Auge des Sturms, das wird jetzt sogar schon ein bisschen teuer. Und wir haben sogar ein Ether-Maximum. Sehe ich gerade. Das kann man bestimmt auch irgendwie erhöhen später. Generell sieht das schon recht schick aus.
aber ich glaube, man merkt schon, dass da noch so ein bisschen der Umfang fehlt. Zumindest, ich glaube, ja, hier kommen bestimmt noch ein paar Sachen zu im Tutorial, aber generell, mal gucken. Die Idee finde ich auf jeden Fall super. So, wir werden jetzt... Bisher können wir eigentlich noch nicht so viel machen. Wir können das hier reparieren. Wir können das hier noch reparieren. Und zum Beispiel auch hier den Bereich schon mal aufrüsten. Im Laboratorium können wir Tränke mixen und später Artefakte. Zu Anfang wird der Prozess ja unbeherrschbar, unvorhersehbar sein. Später werden wir zuverlässige Methoden finden. Gut, nächstes Gebäude. Ach ja, zwei Potions zusammenpacken, um eine zufällige Potion zu bekommen. Gut, das lassen wir erstmal. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen unseren Äther, um erstmal unsere Stadt zu verteidigen. Ja, im Prinzip Äther in dem Sinne ist unser Geld. Gut, dann beenden wir auch mal den Tag. Eye of the Storm. Oh, nichts passiert. Obwohl doch, da wurden wir noch angegriffen. Unser Weltenbaum hat einen Schaden bekommen. Ich glaube, wir müssen gleich mal unsere Garnison aufrüsten. Und, ja, da haben wir noch mehr Schaden bekommen. Das ist natürlich nicht so toll. Oh, noch mehr Schaden. Uiuiui. Unser Weltenbaum hat ganz schön gelitten. Das ist natürlich jetzt... was machen wir? Es ist ganz schön teuer, das hier zu reparieren. Aber das müssen wir im Prinzip machen. Kann ich den Weltenbaum auch irgendwie heilen? Da wird es mal abgesehen von der Potion. Das wären 3%, aber... Tincture of Light. Magieresistenz um 10% erhöht. Die kostet dann 40 Ether. Das ist dann scheinbar auch jeden Tag gibt es hier andere Potions. Gut, wir haben noch 85. Das können wir wahrscheinlich... Doch, das kostet nochmal 50. Würde fast sagen... Ja, wir rüsten das hier nochmal auf. Aber da steht jetzt 100 von 100. Ich habe jetzt nicht gesehen, als ob das irgendwie mehr wird. Was macht das denn, wenn ich das aufrüste? Ach, und mit 3 Potions, mit 3 Tanken können wir einen Trank unserer Wahl herstellen. Okay, aber ich glaube, das Tutorial geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir immer mehr Schaden bekommen und dann ist es irgendwann vorbei. Gucken wir nochmal eben. Das wären 34 Schaden. Auge des Sturms. So wie das ausschaut, kann es bis zu 3 Events immer geben. Weil es waren bisher immer 3 Sachen. Und einmal Schaden gegen die Barriere, dann gegen unsere Wachen und einmal Auge des Sturms, in dem nichts passiert. So. Wir reparieren das mal wieder. Und... wir werden das auch noch reparieren und ich habe wieder kein Äther. Gut, nächster Tag. Wow, 45 Schaden. Ja gut, das war's. Ja, der Tod ist erst der Anfang. Das ist aber auch interessant. Was heißt denn das hier jetzt genau? Past, Future oder Present können wir auswählen. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Zukunft wähle? Ach, wir haben die ganze Zeit quasi geschlafen oder sind reinkarniert worden und haben so lange geschlafen. Okay, Game over. You are dead, but not gone. Ja. Unsere Haut und Knochen verwesen, aber der Geist lebt weiter.
Der Baum beschwört uns wieder zurück nach Mittelburg. Und wir haben Achievements bekommen. Gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Genau, und dann können wir hier auf Revive gehen und machen da im Prinzip weiter. Ich kann ja noch mal kurz gucken, wo starten wir denn da? Aber das war jetzt auch das Tutorial, von daher 150 von 400 Ether haben wir hier. Und das ist alles soweit auf Maximum, auf Anschlag. Ich schau mal kurz, was haben wir denn hier? Genau, dann kann man auch so bei Events bestimmte Entscheidungen kaufen, was wir machen. Ein paar der besten Leute, Offiziere von Mittelburg, sind betrunken oder trinken sehr oft. Was machen wir mit ihnen? Degradieren? Flocksem. Prohibition einführen? Ich würde mal sagen, wir degradieren sie. Oh Mann, das war jetzt nicht so toll. Jetzt hat es unser Weltenbaum Schaden bekommen. Und das sind halt, glaube ich, so ein bisschen das Element, was dieses Spiel ausmacht. Diese kleinen Events, wo man sich entscheiden muss, was man in bestimmten Situationen tut, um halt dann das Schicksal seiner Stadt zu leiten. Ja, da war ein Tunnel. Gut, Send Volunteers sehr. Da war ein Wurm im Tunnel. Der Baum hat 16 Schaden bekommen. Okay. Also die Idee von dem Spiel ist schon richtig gut. Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Auch so an Events. Bisher waren das auch nur Events, die den Weltenbaum Schaden verursacht haben. Mir wird so, noch so ein bisschen gefallen, wenn man hier noch so ein paar, ja, Charaktere hätte, nächstes Mal. Oder irgendwie Leute in der Stadt, die was zu sagen haben und die man irgendwie beeinflussen könnte. Das wäre schon echt cool. So macht das den Eindruck, da fehlt noch so einiges. Auf jeden Fall macht das Spiel, die Spielidee, das macht einen super Eindruck. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben von euch freuen und über einen Kommentar von euch, was ihr von dieser Idee haltet. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald!